Zitronengras kann man auch zum Beispiel in so ein Ratatouille mit reinmachen. Dann wirkt das Ganze frisch, bekommt nochmal so einen neuen Geschmack. Von daher ist es ganz gut. Aha. Übrigens, hier wird was Gutes gemacht. Marcel klopft nämlich das Zitronengras ein bisschen an, um dass der Geschmack dann noch schöner rauskommt. Und was er gut gemacht hat, Marcel hat nicht drauf geklopft, als gäbe es keinen Morgen mehr, sondern Marcel hat wirklich nur leicht angeschlagen, weil wenn man da drauf rumkloppt, sind die ätherischen Öle auf dem Brett und bleiben nicht im Kraut sozusagen, beziehungsweise ist ja Bambus. Was ich, das ist eine Bambusart. Kurz zu den Bambusgräsern, genau. Ja. Was ich letztens gegessen habe, dass man so Hühnchen Spieße da drauf. Ja, super lecker. Eine super Idee. Genau, man kann das einfach ein bisschen anschneiden. Ja, ich zeige das gerade mal. Bisschen anschneiden, unten das, wenn man so einen Spieß macht, ruhig mit dran lassen, dass das dementsprechend hält und dann schön aufspießen und dann... Und gibt dann eben den Geschmack ab. Gibt dann den Geschmack. Was man natürlich auch machen kann, ist so ein bisschen anritzen. Das macht man dann mit der größeren Sache, sodass man dann das Fleisch dazwischen legt. Das kann man auch machen. Lass mich mal schnuppern. Ja. Zitronengras ist was ganz Tolles, wächst auch bei uns mittlerweile im heimischen Garten durch die Klimaveränderung. Genau, Bambus wächst auch und zwar wie folgt. Ganz einfacher Trick. Du hast ja hier schon den Wurzelansatz und dann schneidest du das unten so ein ganz klein bisschen an, sodass es wieder frisch ist. Und dann setzt du es ins Wasser, sodass es immer so, ja, ich sag mal so, ein Daumenbreit im Wasser ist. Und dann fängt es an zu wurzeln. Und wenn es ordentlich Wurzeln gezogen hat, raus in den Garten, möglichst am Anfang des Sommers, damit es schön noch wachsen kann, damit die Wurzeln schön in den Boden gehen und sich gut verwurzeln, sodass das dann auch winterresistent ist. Und Bambus wuchert ja auch. Also Bambus wächst ja auch genauso, ist es auch. Also kommt ordentlich was bei Genau dasselbe. Ja, super. Genau dasselbe.